Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rifle Review Videomagazin. Und da ist Uschi, die Tankfrau. Und das André. Hallo. Die Zecke. da ist ein Hallo. Typ. Hast du gerade den Dude gesehen mit der Jeans? Mit der kurzen, abgeschnittenen Hotpants-Jeans? Nee, ich habe darauf geachtet, dass der sich zwei Kannen Bier gekauft hat. Ja, und der ist hier Hotpants-mäßig unterwegs. Kommt der da jetzt gerade? Ja. Oh, wie nice. Und wir sind auf dem Weg nach Holland in den Billy Bird Park, weil sehr schönes Wetter ist, es ist sehr, sehr warm. Und da ist Strand und Freizeitpark mäßig, also da steht eine Achterbahn. Fahr da jetzt hin. Ja. Geil ist Uschi gestern so, boah, ist so warm, sollen wir morgen irgendwie ans Wasser? Ja, ist doch cool, ist so, ja da und da. Ja, ist doch eine Achterbahn, oder? Ja. Muss das sein? Muss sein. Angekommen an unserem Ziel am Billy Bird Park hier in Holland und wir waren gerade noch vorne am Kreisverkehr und dann genau vor uns Motorrad-Dude die Straße zugemacht und es ist irgendwie so, ja nicht in Sternfahrt, aber hier so eine riesen Tour, alle mit Beiwagen unterwegs, die halt Kids und andere Leute mit, die nicht selber Motorrad fahren können, mit Einschränkungen, alle in den Beiwagen dabei haben, mit voll vielen, voll geilen Beiwagen, glaube ich, 5 Minuten lang an uns vorbeigeknattert, richtig nice. Und wir gucken jetzt mal, der hat eine riesen Trommel dabei. Was? Der hat eine große Trommel. Das Schützenfest hat uns hierhin verfolgt, wo wir eben auch auf dem, wo wir gestartet sind, auch auf einmal drin standen, mitten im Schützenfest. Was ist denn heute los? Das ist gleich neben uns. Also, Andrea labert wahrscheinlich jetzt voll da rein. Wir haben jetzt die ganze Zeit da gewartet, weil die Kassenabfertigung hier die reinste Katastrophe ist und nichts voranging. Dann sagt André, boah, was ist das denn für eine hässliche Pflanze, die war da so am Verwelken. Das habe ich gar nicht gesehen. Und gehört. Ja, aber dann hast du in die Richtung geguckt, dahinter hängt ein Zettel, dass den ganzen Tag die Achterbahn geschlossen ist. Ja, da brauchen wir jetzt nicht jeder 12 Euro dafür zu bezahlen. Weil, dann gehen wir lieber an den See und bezahlen 3 Euro am Ende, weißt du, bevor wir dann... Ja, aber ich habe halt noch einen Alternativplan. Adresse müssen wir jetzt gleich raussuchen. Aber sehr cool von Billy Bird, die haben uns gerade den Parkplatz-Coin gegeben zum Rausfahren wieder. Weil wir gesagt haben, ey, wir wollen eigentlich nur Achterbahn fahren und hier rumhängen, aber die Achterbahn fährt nicht. Und das ist auf jeden Fall sehr cool von denen. Und ja, ich kümmere mich jetzt mal eben um die Alternative. So, angekommen, halbe Stunde gefahren und wir sind beim Tipi Do Ertrache Park. In der Nähe von Eindhoven und gucken wir mal, was hier jetzt abgeht. So, wir sind auf dem Weg. Oh Gott, ist das steil. Die Teppichrutsche auch. Heidewitzka. Oh, Alter. Das wird immer steiler, oder? Hier bitte ohne Schuhe hoch. Oh, hier ist auch das Klima richtig gut hier oben. Ei, ei, ei. So. Ich will das nicht. Guck mal, das ist ein Auslauf da unten. Ey, das ist... Oh Mann, das geht nicht gut. Wir werden so vor die Wand klatschen. Die Luft hier oben ist richtig geil. Ja, die wird hier noch geiler, hier ich ganz oben. Ich will nicht oben an die Wand. Alter. Nein. Oh, shit. Oh, oh. Das ist echt langsam. Wow. Wow. So, erster Count. Wacky Worm. Mit Eisenbahnen, Lokomotiven, Zug. Aber gut, oder? Es ist eine Seeschlange mit einer Dampflok. Man weiß es nicht. Also dieser Wacky Worm ist sehr laut. Und er macht komische Bewegungen beim Hochfahren. Das verstehe ich nicht. Sind schon. Oh raus operieren hier. Au, au, Scheiße. Wer ist der Achterbahn von wem? Wer hat das? Falls jemand André suchen sollte, der ist da. Alleine. Mutterseelen alleine. Auf einem SWF dieser Piratenschiff. Sieht auch nicht mal so begeistert aus. Sag mal mit.
Ich weiß nicht, was da los ist. So, Friends of the Sun, wir sind jetzt Typhoon zweimal gefahren. Mit Sitzen bleiben, weil jetzt gerade gar nichts los war. Jetzt sammeln sich ein paar Leute hier. Alter, was ein Knochenbrecher. Das ist auf jeden Fall eine verrückte Fahrt. Jetzt müssen wir einmal rumlaufen, weil jetzt gerade die Leute kamen. Uiuiuiuiuiui. Aber wie verrückt, das guckt euch jetzt selbst an. Wir sind jetzt noch dreimal gefahren, insgesamt viermal und davor sind wir sechsmal gefahren. Und jetzt steigen wir mal aus. Flughafen Eindhoven ist groß. Alter, der landet aber jetzt echt direkt hier so quasi. Sieht auf der GoPro halt voll weit weg aus, das ist natürlich geil. Aber ja, wir sind direkt eben eingerufen. Ich glaube, das Flugzeug ist ziemlich nah. Was ist das Blaue da für eine Konstruktion? Man weiß es nicht. So, das war's, wir sind durch. Wir sind ein bisschen gerade durch den Park geschlendert. Du kannst am Wasser nicht so wirklich sitzen, da gibt es nur mit Service. Das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, aber es war jetzt schon ein bisschen am Donnern und dann kamen jetzt ganze Mücken an das Ufer quasi. Und ansonsten kommst du nicht ans Wasser, das ist leider voll separat. Wir hatten die Hoffnung, dass das auch strandmäßig ist wie. Wo waren wir denn vorher? Billy Bird Park? Aber nein, leider gar nicht. Ja, das ist unser Plan, an einem Strand rumzulungern oder an einem See rumzulungern heute und nichts zu tun. Grandios gescheitert. Wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. So, wir sind wieder in Action Town, haben jetzt bei Akropolis was zu essen geholt. Es regnet auch ein bisschen wieder und wir gehen jetzt nach Hause essen und André als Auto. Fährt ein bisschen Sturz, sieht halt viel krasser aus, ne? So Hashtag Tokyo Drift.